Marcel Weyers, Autor and Translator. To Kill a Black Swan und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play. Wir sind hier in To Kill a Black Swan, ein Detective, der einen Fall lösen muss, der seine Welt verändert hat, würde ich mal sagen. Es ist schon ein Indie-Game, ich habe null Ahnung drüber. Ich habe jetzt nur gerade das vorgelesen, was halt drin stand in der Beschreibung. Und es ist viel zu lesen, sage ich sofort, es ist textlastig, also es ist eher ein Hörspiel als ein kommentiertes Let's Play. Also wen es interessiert, kann natürlich gern dabei bleiben. Wen nicht, tut mir leid, aber kommen bestimmt bald wieder ein paar andere Projekte, dann könnt ihr da ein bisschen mitschauen. Ja, viel gibt's eigentlich nicht zu sagen. Wir starten jetzt los. Ein junger Mann wurde getötet. Als Detective ist das nichts Neues für mich. Aber lasst mich euch sagen, dieser Fall hat mein Leben verändert. Warum? Ich werde es euch erzählen. Mein Name ist nicht relevant, ich bin bloß ein gewöhnlicher Mann, der seinen Job macht. Kriminalfälle zu lösen war schon immer mein Traum, seit ich ein Kind war, schätze ich. Es ist ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich noch an diesen einen Fall. Der Mord, welcher als der Black Swan-Fall bekannt ist. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, es ist irgendwie ironisch. Aber lasst mich von vorne anfangen. Eine Sache, die ihr vorher wissen solltet, die Leute sehen immer, was sie sehen wollen. Und sie hören, was sie hören wollen. Tut mir leid, dass ich so geheimnisvoll bin, aber ich verspreche, letzten Endes ergibt es alles einen Sinn. Also, da war diese Villa. Audrey, ich kann nicht reden. Seine Frau hatte seinen Körper vor kurzem gefunden. Offensichtlich konnte sie in diesem Moment meine Frage nicht beantworten. Detective, ich verstehe. Ich werde mich umsehen, wenn das okay ist. Sie nickte nur und ich ging zum Tatort. Dort war Kreide auf dem Boden und eine Menge Glas. Als ich nach oben schaute, sah ich, dass ein Fenster zerbrochen war. Er wurde offenbar aus dem Fenster gestoßen. Ihr Haus ist wirklich groß und es scheint, als wären die Sicherheitsvorkehrungen ziemlich hoch auf dem Gelände. Ich dachte mir, dass es jemand gewesen sein musste, der Zugang dazu hatte. Nun, ganz offensichtlich. Vielleicht war es einer der Angestellten oder seine Frau selbst? Ja klar, es ist immer die Frau, oder? Ich beschloss, zu ihr zurückzugehen. Vielleicht konnte ich doch etwas aus ihr rausbekommen. Sie war immer noch in Tränen, als ich auf sie zuging. Was wollen Sie? Verzeihung nochmal, Miss. Ich würde gern wissen, wer da war, als es passierte. Es ist Freitagnachmittag. Da war nur Kane zu Hause. Er ist unsere Reinigungskraft. Wo ist er jetzt? Ich glaube, er spricht mit einem ihrer Kollegen. Danke, Miss. Und es tut mir leid. Ich war immer schon schlecht mit diesen Beileidsbekundungen. Naja, wie auch immer. Vielleicht wusste diese Reinigungskraft etwas. Ich sah ihn auf der anderen Seite des Platzes. Andererseits, einige meiner Kollegen gingen ins Haus, um den Tatort zu inspizieren, schätze ich. Ich wollte zuerst den Tatort sehen. Vielleicht gab es dort Hinweise. Es dauerte eine Weile, bis ich den Raum erreichte. Verdammt, dieser Ort war riesig. Als ich ankam, war ich überrascht, ein Gästezimmer vorzufinden. Warum sollte sich der Mann des Hauses in diesem Zimmer aufhalten? Ich sah das zerbrochene Fenster und andere Dinge. Ja, Leute, und da sind wir im Spiel To Kill a Black Swan. Wir sind, wie schon gesagt, ein Detective, der einen Fall zu lösen hat. Ein Mann wurde getötet, der ziemlich reich war eigentlich. Und wir wissen natürlich nicht, wer es war, deswegen hat man auch einen Detective geholt. Und ich werde, sage ich gleich dazu, ich werde hier nicht irgendwelche Späßchen oder so machen, weil ich ja eher ein ernstes Let's Play. Späßchen mache ich schon genug in anderen Let's Plays, deswegen lasse ich das jetzt hier mal. Ja, und was gibt's zu sagen? Eigentlich nicht viel, wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Das sind halt immer so kleine, also es ist wirklich viel zu lesen. Es ist echt nur eine Geschichte, aber das finde ich halt auch irgendwie cool. Wen es interessiert, wie gesagt, könnt gern dranbleiben. Ich denke mal, es werden 2 Folgen oder so, aber mehr auch nicht. So, und jetzt können wir uns hier umschauen, was wir hier finden. Dort sind 2 Gläser. Sieht aus, als hätte jemand vor kurzem Wein getrunken. Auf einem der Gläser ist ein Abdruck. Sieht aus wie Lippenstift. Hatten das Opfer und seine Frau Wein getrunken, bevor es passiert ist? Vielleicht war es ein Unfall. Aber hätte sie da nicht die Gläser versteckt? Oder hat er eine Affäre mit einer anderen Frau? Fragen über Fragen. Das Fenster ist geschlossen. Dieses sieht unbeschädigt aus.
Das ist das Fenster, das den Tod des Opfers verursacht hat. Naja, unbeabsichtigt natürlich. Was ist das? Irgendwelche Fotos. Ich bin nicht an ihrem persönlichen Leben interessiert. Ich will nur den Fall lösen. Es ist ein persönliches Foto des Opfers. Interessiert uns natürlich nicht. Wir wollen hier nur den Fall lösen, wie er schon gesagt hat. Diese Schachtel ist leer. Was war darin? Ein Messer? Andere wichtige Dinge? Fraglich. Es ist eine Truhe. Dort ist vermutlich ein Schatz drin. Okay. Ich bin nicht wirklich gut darin, Scherze zu machen. Ein gewöhnliches Gemälde, das man in jedem Gästezimmer findet. Nichts Wichtiges. Irgendein Gemälde. Ich bin ziemlich sicher, dass es nichts mit dem Mord zu tun hat. Nein. Also, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Ah, nein, da. Für dekorative Zwecke, schätze ich. Nicht wichtig. Hier gibt's echt gar nichts, was man... Nee, hier gibt's echt nix... Oh, da unten. Sieh sich das eine an. Es ist ein Rotweinfleck. Da die Reinigungskraft hier ist, muss das vor kurzem passiert sein. Aha. Da hat also jemand Rotwein verschüttet. Und der Mann kann schlecht gewesen sein, denn der liegt irgendwo. Deswegen muss die Frau irgendwas damit zu tun haben, oder? Normalerweise ja schon. Finden wir noch mehr komische Sachen, oder war's das? Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Nee, mehr gibt's hier nicht, dann gehen wir zurück. Bin ich hier fertig? Auf jeden Fall. Ich verließ das Haus. Ich wollte meine Chancen nicht verpassen, mit der Reinigungskraft zu reden. Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht. Könnten Sie mir sagen, was passiert ist? Sicher. Ich habe das Foyer sauber gemacht, als die Dame des Hauses nach Hause kam. Wo ist sie gewesen? Ich unterbrach ihn. Ich musste alles wissen. Sie war mit einer Freundin zusammen. Ihr Name ist Sarah, glaube ich. Ich machte mir eine mentale Notiz, Audrey später danach zu fragen. Danke. Bitte fahren Sie fort. Als sie nach Hause kam, schien sie in guter Stimmung zu sein. Naja, sie kam gerade von einem spaßigen Tag zurück. Da schätze ich, das ist natürlich. Ergibt Sinn. Richtig. Wie auch immer, ich wollte gerade für heute Feierabend machen, als ich einen ohrenbetäubenden Schrei durch das Haus hallen hörte. Da hat sie die Leiche gefunden. Ja. Haben Sie nicht gehört, wie das Fenster zu Bruch ging? Ich höre für gewöhnlich Musik, wenn niemand sonst hier ist. Als sie angekommen ist, habe ich die Kopfhörer rausgenommen. Verdammt, dann muss der Mord passiert sein, bevor seine Frau angekommen ist. Oder auch nicht. Das Haus ist ziemlich groß, er hätte es überhören können, selbst ohne die Kopfhörer. Sonst war niemand zu Hause? Ich weiß, wie das aussehen muss, aber ich habe ihn nicht getötet, ich schwöre. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, falls Sie unschuldig sind. Ich betonte das falls nicht, er schien auch schon so besorgt genug zu sein. Ich schätze, das stimmt. Es ging alles so schnell, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht wirklich mehr sagen. Das ist in Ordnung, Sie haben schon ein bisschen geholfen. Wirklich? Das freut mich. Wenn Sie etwas brauchen, können Sie in meinem Apartment vorbeischauen. Hier ist meine Adresse. In Ordnung. Ah, Detective. Haben Sie Neuigkeiten? Audrey. In der Tat. Im Gästezimmer stehen zwei Gläser Wein. An einem ist Lippenstift. Sie schwieg. Ich weiß. Das habe ich mir gedacht. Können Sie das weiter ausführen? Ich habe das Zimmer so oft vorgefunden und habe nichts angefasst. Ich kann es nicht wirklich erklären. Das sieht aus, als ob... Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, dass er gerade erst gestorben ist. Aber vielleicht ist es wahr. Vielleicht hat er eine andere getroffen und die Dinge verliefen nicht nach Plan. Das hatte ich mir auch gedacht. Wissen Sie, wer es sein könnte? Sie wissen schon. Er hat nicht viele weibliche Freunde. Hatte... Es gab da dieses Mädchen, Alan. Sie ging immer mit ihm joggen und sie haben denselben Yogakurs besucht. Ein Yogakurs? Hä? Ja, er wollte sich immer fit halten. Haben Sie eine Adresse? Leider nein, aber sie sind immer zusammen im Park joggen gegangen. Ich verstehe. Vielleicht kann ich sie da treffen. Noch jemand? Da gibt es noch Sarah. Wer ist Sarah? Ihre Reinigungskraft hat gesagt, sie waren mit ihr zusammen, als es passierte. Das stimmt. Wir haben den Tag zusammen verbracht.
Was haben Sie gemacht? Sie runzelte die Stirn, als ob meine Frage zu persönlich gewesen wäre. Aber sie antwortete trotzdem. Nur Mädelszeug. Shoppen, reden, Sie wissen schon. Was ist mit seinen Feinden? Er hatte keine Feinde. Er war sehr zurückgezogen, schüchtern, manchmal. Vielleicht hatte er deswegen auch nicht viele Freunde. Ja. Außer Alan und wenn man Sarah dazu rechnet, gab es nur noch Rob. Sie waren beste Freunde. Bros, sagten sie immer. Wo kann ich ihn finden? Ihm gehört ein Nachtclub in der Innenstadt. Sie gab mir die Adresse und ich beschloss, ihm später einen Besuch abzustatten. Ich fragte auch nach Sarahs Adresse und es stellte sich heraus, dass sie nur ein paar Straßen weiter von Audrey entfernt wohnte. Das sollte für heute reichen. Danke, Detective. Danke, Detective, für alles. Das ist mein Job. Ich hoffe, Sie lösen den Fall bald. Ich auch. Ich beschloss, Sarah zu besuchen. Mal sehen, was sie für eine Frau ist. Ich klopfte ein paar Mal, aber niemand öffnete. Vielleicht war sie nicht zu Hause. Plötzlich flog die Tür mit einem Knall auf. Verdammt! Was? Moment, sind Sie der Detective? Scheint so, Miss. Oh, verdammt. Sie wissen es schon. Audrey hat mich angerufen, aber sie war zu aufgebracht, um mir zu erzählen, was genau passiert ist. Aber im Grunde ja. Ihr Mann ist tot, richtig? Ich nickte und erzählte ihr alles, was wir soweit wussten. Ich erzählte ihr von der Sache mit dem Fenster. Wenn sie von den Neuigkeiten geschockt war, zeigte sie es nicht. Sie nahm nur noch einen Schluck aus ihrem Glas und starrte mich an. Es sah aus, als könnte sie das nicht weniger kümmern. Und wer hat es getan? Das will ich herausfinden. Ich verstehe. Sie denken, ich war es, richtig? Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ich kannte ihn nicht so gut. Ich habe mich überwiegend mit Audrey getroffen. Sie wollte nicht, dass er Teil von unserem Mädelszeug ist. Trotzdem habe ich Fragen. Es ist bloß Routine, wissen Sie? Okay, schießen Sie los. Ich konnte nicht umhin zu denken, dass das eine ungünstige Formulierung war, aber ich kommentiere es nicht. Was soll ich Sie fragen? So, jetzt dürfen wir selber die Antwortmöglichkeiten auswählen. Ihr hört manchmal, dass ich mich ein bisschen vertue, aber das ist echt schwer, immer die Stimmen zu ändern, also, oder halt immer ein bisschen anders zu reden. Wo waren Sie heute? Hatten Sie eine Affäre mit dem Opfer? Sollen wir jetzt gleich so direkt fragen, oder? Ich frage erstmal, wo sie heute war. Wo waren Sie heute? Ich habe den Tag mit Audrey verbracht. Ich bin sicher, das hat sie Ihnen erzählt. Nun ja. Wir haben unser Taxi geteilt und nachdem wir sie zu Hause abgeliefert hatten, bin ich nach Hause gefahren. Ergibt Sinn, schätze ich. Ja, tut es. Sie hat mich kurz darauf angerufen. Danke. Was noch? Ja, dann immer das. Tut mir leid, so persönlich zu werden, aber hatten Sie eine Affäre mit dem Opfer? Ich? Ich kannte ihn kaum. Kein Grund, so abwehrend zu sein. Es war nur eine Frage. Und ich habe nur geantwortet. Nein. Okay. Dieses Mädchen hat ein ganz schönes Temperament. Das war's. Danke für Ihre Zeit. Schnappen Sie ihn einfach, den Mörder. Danach beschloss ich, in den Park zu gehen und die Augen nach Alan offen zu halten. Mir wurde gesagt, dass sie und das Opfer manchmal zusammen joggen gegangen sind. Und sie waren immer in demselben Yogakurs. Der Park war nicht so groß und ich konnte eine Frau finden, die es sein könnte. Ein Moment lang versuchte ich, mit ihr mitzuhalten, aber sie war viel athletischer als ich. Sie stellte sich als Alan vor, aber rannte weiter. Als ich ihr die Neuigkeit mitteilte, hielt sie aber an. Er ist tot? Wer würde ihm das antun? Das möchte ich herausfinden. Sie sagen, er wurde aus dem Fenster gestoßen? Scheint so. Das ist so furchtbar. Ich kann mir nicht vorstellen, was seine Frau gerade durchmachen muss. Sie ist am Boden zerstört. Sie schwieg. Alan wurde still. Ich konnte ihr Gesicht nicht lesen, aber sie schien geschockt zu sein. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Er war immer so ruhig und still, man kam so leicht mit ihm aus. Deswegen habe ich ihn als Joggingpartner ausgesucht, um ehrlich zu sein. Ich verstehe. He was a very recluse. If I hadn't dragged him to the yoga course, he wouldn't have had courage to go there. Ja, also die Übersetzung lässt zu wünschen übrig. Aber ja, egal. Wird hoffentlich nur ein Satz sein oder so. Also irgendwas mit Yogakurs und so. Dieser Yogakurs.
Erst immer samstags. Er war der einzige Mann in unserer Gruppe. Ich verstehe. Hat er mit sonst jemand Kontakt aus der Gruppe? Nein, ich glaube nicht. Er hielt sich immer an mich. Fällt Ihnen jemand ein, der Mörder sein könnte? Nein, absolut nicht. Das war nicht sehr hilfreich. Außerdem wurde es dunkel und ich hatte noch einen Ort, wo ich vorbeischauen wollte. Danke für Ihre Hilfe. Das war alles? Werden Sie den Mörder finden? Das werde ich. Und ja, das war alles fürs Erste. Wenn Sie mich brauchen, finden Sie mich hier am Wochenende. Ich werde Sie sicher wieder kontaktieren. Danke. Also wie gesagt nochmal, tut mir leid. Wegen einmal, weil ich nicht immer richtig bin mit den Stimme. Und andere halt, weil es jetzt gerade eben nicht übersetzt war, aber dafür kann ich halt nichts. Das ist halt, ich spiele das Spiel und das war's. So, machen wir weiter. Es wurde spät und mein letzter Halt würde dieser Nachtclub sein. Ich wollte wissen, was für ein Typ dieser Rob ist. Es war laut in dem Club und es dauerte ewig, um zu Rob zu kommen. So ein Sicherheitstyp dachte, meine Marke wäre gefälscht. Was für ein Idiot. Rob, Sie wollten mit mir reden, Detective? Ja, können wir irgendwo reden, wo es ruhiger ist? Klar. Er führte mich in einen abgesperrten Bereich, endlich etwas Stille. Das sollte besser sein. Es tut mir leid, die unfreulichen Nachrichten überbringen zu müssen, aber... Ich erzählte ihm von dem Tod seines besten Freundes. Gott, wie ich sowas hasse. Er hörte genau zu, seine Miene änderte sich erst nach... Erst nicht, aber dann... Weinte er. Er weinte viel, es war schließlich sein bester Freund. Ich kann nicht... Nehmen Sie sich Zeit, ich weiß, das ist hart. Wer würde ihm das antun? Er hat nie einer Fliege was zuleide getan. Ich werde es herausfinden, ich verspreche es. Aber zuerst müssen Sie mir ein paar Fragen beantworten. Klar, alles. Wo waren Sie heute, fragen wir mal nochmal. Wo waren Sie heute? Haben Sie das Opfer heute gesehen? Ich war in seinem Haus, oder Villa wohl eher. Seine Frau war aus und er hatte mich gefragt, ob wir etwas Zeit miteinander verbringen wollen. Können die Angestellten das bestätigen? Ich glaube nicht, dass mich jemand gesehen hat. Es ist Freitag, daher war nur Kane da. Er hat vermutlich eines der Zimmer sauber gemacht, als ich da war. Tut mir leid. Jetzt wusste ich, dass zumindest 3 Personen da waren. Audrey, Kane und Rob. Nach seiner Aussage. Als sie gegangen sind, war er noch am Leben, richtig? Worauf spielen Sie an? Natürlich war er das. Ich würde meinen besten Freund nicht umbringen. Tut mir leid, ich muss diese Frage stellen. Wie war Ihre Beziehung? Seine Frau hat gesagt, Sie waren beste Freunde. Können Sie das bestätigen? Ja, waren wir. Er hatte nicht viele Freunde. Habe ich gehört. Manchmal hat er mich im Club besucht. Er war nicht sehr extrovertiert. Er hatte es nur für mich getan. Was habt ihr in eurer Freizeit gemacht? Naja, das Übliche. Fußball gucken, trainieren, Videospiele spielen. Ich kann nicht glauben, dass wir uns nie wiedersehen werden. Sie arbeiten in diesem Nachtclub? Ja, es ist hart manchmal. Aber man kann die Rechnung davon bezahlen. Er wollte mir immer im Club aushelfen. Aber das ist nicht wirklich seine Sache. Er ist besser in einem Büro aufgehoben. Er ist immer so schüchtern. Verdammt. Danke, das war alles. Sie können mich hier finden, falls Sie etwas brauchen. Ich arbeite den ganzen Tag hier, auch wenn der Club nicht geöffnet hat. Ich muss hart für mein Geld arbeiten, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Wow, was sollte das denn auf einmal? Es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen. Ich weiß nur nicht, was ich gerade fühlen soll. Ich schätze, ich bin bloß wütend. Sie werden von mir hören. Bitte finden Sie den Mörder, Detective. Das werde ich. Also, er ist neidisch auf ihn. Oder er ist nicht neidisch, aber... Er findet es blöd, dass er reich ist. Aber was bringt es ihm dann, ihn umzubringen? Ja, okay, er könnte sich die Kohle schnappen, aber trotzdem... Also er hat zwar... Nee, er hat noch nicht mal ein Alibi. Er hat kein Alibi, weil niemand hat ihn gesehen. Also er könnte es gewesen sein. Auch wenn ich es mir nicht vorstelle, der beste Freund. Aber ich muss objektiv an die Sache rangehen. Also er könnte es sein. Ich halte ihn mal im Hinterkopf, wenn ich es nicht vergesse.
Ich hatte ein paar Spuren. Ich wusste, ich könnte den Fall schnell lösen. Um ehrlich zu sein, ich brauchte bloß 2 Tage. Ich war sicher, dass es kein Unfall war. Jemand hatte ihn getötet und ich wusste, es war einer von ihnen. Audrey, sie schien so bestürzt zu sein, aber vielleicht weiß sie mehr, als sie zugibt. Diese Reinigungskraft Kane, ist dieses Gestotter und das ängstliche Verhalten bloß gespielt? Alan, die Sportkanone. Ein Typ, der Yoga macht? Versteht mich nicht falsch, das ist absolut okay. Aber vielleicht hat er andere Absichten, als bloß fit zu bleiben. Rob klang irgendwie eifersüchtig. Wie gesagt, er muss hart für sein Geld arbeiten und vielleicht ist er neidisch auf das Leben seines Bros oder auf seine Frau. Ich wusste noch nicht viel über Sarah. Audrey hatte sie wie ein typisch reiches Mädchen beschrieben. Ich machte für heute Feierabend. Ja Leute, und das würde ich auch sagen, wir machen für heute Feierabend oder für diese Folge. Ich finde das Spiel echt super, also halt eigentlich noch nicht mal ein richtiges Spiel, schon eine Geschichte, aber ich finde die Geschichte super. Ich hoffe auch, ihr folgt sie weiter wie ich. Und ja, also seht's als kleines Hörspiel. Ich nenne es, glaube ich, auch Let's Read anstatt Let's Play, weil ich kein wirkliches Let's Play. Ich nenne es, glaube ich, Let's Read. Und ja, freut mich für die, die dabei geblieben sind, die zugeguckt haben. Wäre natürlich cool, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefällt. Könnt auch gerne in die Kommis schreiben, was ich besser machen sollte oder so. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr im nächsten Part wieder einschaltet. Bis dann bei To Kill a Black Swan.